Innovation ist eben eine Erneuerung, eine Entwicklung, die die Kunst weiterführt. Es gibt natürlich auch Innovationen, die nicht weiterführen oder sagen wir mal, die grob gesagt, nichts wert sind. Sondern sie müssen schon praktikabel sein und müssen wirklich der Kunst einen neuen Schub geben. Wie zum Beispiel die Tonalitäten. Sie verfolgen einen ganz bestimmten Zweck, der wissenschaftlich begründet ist, ja, und nachprüfbar ist. Das ist wichtig, muss nachprüfbar sein, dass es also nutzbringend ist, ja, und nicht einfach nur so eine Meinung, nicht? Die hat dann weniger Wert. Aber für mich und vor allem hier uns an der Schule steht an erster Stelle erstmal die Qualität. Natürlich die Unterordnung in die Zeit, dass wir zeitgemäß sind, dass wir natürlich nicht nur vom Handwerklichen zeitgemäß arbeiten, das haben wir ja eben gehört, ja, da gibt es ja Unterschiede zwischen früher und heute, mit den Malmitteln und so weiter. Und mit der Zeit? Die Zeit passt. Und die Qualität. Die Qualität. Natürlich auch die Qualität verändert sich, nicht im Laufe der Zeit. Nicht, was vor 100 Jahren sehr interessant war, das hatte Gültigkeit für vor 100 Jahren. Und heute, ich bin bei meiner Entwicklung der Tonalitäten auf Cézanne gestoßen und er hat mich angeregt, weil er für mich so schlecht war. Wir wissen zwar, dass Cézanne natürlich für seine Zeit ein großer Erneuerer war, ja, innovativ, er war der Grundvater der Moderne, sozusagen. Und mich ärgerte seine Äpfel. Seine Äpfel, ja. Seine was? Äpfel. Ja. Denn ich hätte die Äpfel anders hingelegt als er. Er hat sie oft nur einfach ausgeschüttet, so sah man das. Und da habe ich mich dran gestört und da bin ich dann auf Ideen gekommen und dann Bildanalysen bei uns, so kam das zusammen. Und dann in der Kneipe die Bierdeckel, wie die dann lagen, so oder so. Und dann gab es Konstellationen von den Bierdeckeln. Oh, das ist ja interessant, wie die zueinander standen, ja, in welchem Winkel und so weiter. Das ist natürlich eine Frage des Klanges, wie so etwas im Raum dann erscheint. Wir kennen das natürlich auch privat im Wohnzimmer, nicht? Wenn wir dann plötzlich einen Stuhl einfach, die jetzt gerade alle stehen, einnehmen und die stellen wir raus und in der Mitte irgendwo schief und krumm und kommt jemand ins Zimmer, dann stockt der ja erst, na nun, was ist da los? Eine Störung, nicht? Ja? Nun, eine Störung kann natürlich in der Kunst auch sehr gut sein, ist nur die Frage, wie die Störung ist. Es ist vergleichbar mit der Musik, nicht? Bei der Musik hängt die Qualität von der Notensetzung ab, wie welche Note nach welcher folgt und in welchem Rhythmus. Ja, dementsprechend gibt es da ein Wohlklang oder es gibt ein Missklang, der uns wehtut. Und so ist das im visuellen Bereich genau das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Nicht? Ich mache Musik und ich male und da ist beides gleich. Hab natürlich den Vorteil, hat auch Klee gesagt. Klee hat gesagt, jemand, der sich mit der Malerei befasst, der sollte auch über den Tischrand gucken, in die anderen Künste hinein, weil alle miteinander verwandt sind. Alle.